mein Gott. Okay, Leute. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Was war das? Ich wollte nur mal aus dem Fenster schauen, weil ich dort, seitdem ich mein Pferd das erste Mal hatte, jeden Tag einmal rausgucke, um einfach mal zu schauen, wie es meinen Pferden geht. Und irgendwie hatte ich gerade eine Art Vision von irgendeiner dunklen Person, die mein Pferd irgendwie umgebracht hat, was auch immer. Hier steht ein Kürbis mit: Pass auf, was du tust, La Familia. Okay, ein ganz normaler Kürbis. Ja, typisch wieder die Mafia, die möchte natürlich immer provozieren. So, dann haben wir hier, oh, alles Gute zum Geburtstag, liebe Grüße Wuschel. Vielen Dank, ich weiß jetzt nicht, wieso ich genau zu meinem Geburtstag diese Version habe. Diese Vision, das ist ja keine Version. Ich bin gerade echt noch ein bisschen unter Schock. Also, ich glaube, ich sollte mal echt zum Brunnen gehen und einfach mal ganz kurz reinhüpfen, damit mein Kopf wieder klarer wird. So. So, Leute. Jetzt geht es mir schon wieder ein bisschen besser. Abkühlung tut immer gut. Ich weiß nicht, was das war. Also, das ganz komisch. Eine ganz, ganz komische, wie soll ich sagen, so eine ganz, ganz komische Einbildung hatte ich, und ich weiß nicht, woher die kam und wieso ich die hatte. Es hat doch überhaupt, also Leute, ich bin komplett überfordert. Egal, ich muss jetzt einfach weitermachen, und zwar, ich habe die ganze Zeit jetzt den Tag über ein paar Kisten sortiert. Und wie ihr sehen könnt, sind hier einige Kisten. Das leuchtet jetzt ein bisschen hardcore, weil ich hier Glowstone habe. Aber ich mache mal ganz eben schnell den CUDA-Shader rein. Da könnt ihr das ganz gut sehen. Hier habe ich Tränke, dann Gebüsch und so weiter. Pferdeartikel, natürlich für meine Pferde natürlich das allerbeste. Hier habe ich eine Karottenroute drin, weil das ja quasi auch zum Reiten gehört. Natürlich für Schweine. Dann muss ich da noch schauen, was ich hier reinpacke. Aber ich habe oben eh noch ein paar Zeug, das ich hier reinpacken kann. Dann habe ich hier Holz, Stein. Hier ist dann Kies und Erde drin. Sand, Glas und so weiter. Hier haben wir Quarz, weil ich ja immer ganz viel Quarz habe. Habe ich dafür eine eigene Truhe gemacht. Lapis Lazuli habe ich auch einiges. Hier habe ich noch, hier sind dann meine ganzen Erze drin. Und hier sind die ganzen Sachen drin, die man im Nether bekommt. Dann habe ich hier alle Rüstungen, hier alle Schwerter und Waffen sowie Werkzeuge. Dann habe ich hier natürlich alles voll Leder, hier alles voll Redstone, alles was so mit Redstone-Schaltungen und so weiter zu tun hat. Haben wir hier einmal Essen, dann einmal Sachen, die von Monstern gedroppt werden, dann Bücher für die Zeitung, also das ist eher so dieses Zeitungsding. Und das, hier kommen nur meine verzauberten Bücher rein, aber wie ich sehe, haben wir hier was falsch gemacht, und zwar die Tränke kommen natürlich hier oben rein, so. Und jetzt packe ich wieder den Zeus-Shader rein. Zack. So, super. Und dann packen wir hier unten die Sticks in die Holzkiste rein. Natürlich. Natürlich, wo sonst? Gut, hier haben wir noch eine Pferderüstung, die können wir auch hier reinpacken. Und was haben wir hier? Hier haben wir wieder Quarz, wie ihr seht. Also ich habe echt einiges an Quarz. Das hat wieder was mit Redstone zu tun. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, weil es ein bisschen komisch ist, wenn plötzlich alles so neu ist. Dann, genau, hier in die Essenskiste können wir natürlich die Pilze packen, weil Pilze ist ja quasi ein Nahrungsmittel, und deswegen passt das schon so. Dann haben wir hier Granit. Granit packe ich zu den Steinsachen dazu, weil es ja eine Art Stein ist, und deswegen passt es zu den Steinsachen. Hier haben wir nochmal einen Quarzblock.
Können wir hier mal reinpacken. Und zwar, wir gucken jetzt einfach mal in unserem Briefkasten, ob schon irgendeine Nachricht vom Spielermeister kam. Ich weiß es nämlich gar nicht. Nein, der Spielmeister hat sich noch nicht gemeldet. Aber ich blende euch jetzt wirklich den Screenshot ein, den ich eigentlich in der letzten Folge... Was war das jetzt? Okay. Manchmal sind hier irgendwie total komische Störgeräusche und ich weiß echt nicht, was es auf sich hat. Vielleicht ist hier irgendjemand in der Nähe, der uns irgendwie total den Ton kaputt macht. So, auf jeden Fall, Leute. Auf jeden Fall werde ich euch den Screenshot einblenden und auch den Screenshot von dem Banner, denn ich habe das letzte Folge total vergessen und ja, so, ich würde sagen, wir reparieren hier mal den Bogen, damit wir einfach hier mal so ein bisschen aufräumen, denn ich habe hier noch einiges runter transportieren und das machen wir einfach mal beim Rest dieser Folge. Und so packen wir die zwei zusammen, sollte ein ganzer Bogen stehen, genau. So, dann haben wir hier noch einen Bogen und noch einen Bogen. Also Bögen habe ich echt sehr viele. Aber Leute, die Sache von meinem Traum, das macht mich irgendwie echt noch so total, oh, habe ich Gänsehaut noch am Rücken deswegen. Weil ich mir einfach nur so denke, so, wer zum Teufel würde sowas machen? Ich meine, es ist ein Pferd. Was hat dieses Pferd jemanden zu bedeuten oder was möchte die Person von mir? Also manchmal komme ich echt ein bisschen durcheinander. Als ich den einen Traum hatte, beziehungsweise das, was ich nochmal sah, was mir am Vortag geschah, dort hatte man ja auch diese Person gesehen, die so ein bisschen böse oder verletzt, kaputt aussah. Und das ist schon ein bisschen sehr crazy. So, gut, auf jeden Fall wollte ich mich mal bedanken an all eure Geburtstagswünsche. Vielen, vielen Dank. Ich bin heute 17 geworden, für alle, die das fragen. Und ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut drüber. Also, Dankeschön. So, dann gehen wir da gleich mal runter und packen mal hier. Hier kommt die Lederrüstung hin. Genau, die packe ich mal so hin. Und ich werde mir irgendwie noch Inventory-Tweaks holen, damit das Ganze so ein bisschen schneller sortiert werden kann. So ein Programm ist natürlich nie schlecht, ne? So, zack, ein Bogen. Dann gehört das hier auch noch zu den Waffen dazu. Zack, perfecto, mecto. Dann haben wir hier noch verrottetes Fleisch habe ich echt unendlich, wie ihr hier sehen könnt. Also das ist echt unnormal. Da, hier muss ich die Kuhfarm ein bisschen verkleinern, aber das ist ja nicht so schlimm, ist ja noch immer alles Bio. Herr Bergmann hat mich dafür sehr gelobt, dass ich natürlich jetzt eine Bio-Anlage habe, natürlich für unsere Zeitung nur das Beste. Gut, packen wir die Knochen hier hin und Schnee und weiße Wolle. Genau, eine Wollkiste könnte ich noch machen, mit den ganzen Teppichzeugs und so weiter. Upsala, nee, das wollte ich eigentlich nicht. So, wo haben wir denn den Frame? Hier. Zack, dann haben wir hier weiße Wolle. Oh, jetzt ist sie da drin. Ich werde noch schauen, ob ich den Hintergrund nicht ein bisschen anders mache, weil das sieht ein bisschen komisch aus. Dann packe ich die Schere hier rein, den Schnee. Ja gut, würde ich sagen, packen wir den Schnee auch hier dazu, weil es ja keinen Unterschied macht. Dann können wir hier das hier noch reinpacken. Und Pfeile auch natürlich. Ist auch ein Monster-Drop. Enderperlen natürlich auch. Packe ich mal hier hin. Und ich möchte halt nicht so ultra viele Kisten haben, deswegen denke ich, dass es so mit diesen Kisten hier reicht. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das so findet. Habe ich das sehr viel Mühe dafür gegeben. Hier kommt dann noch ein Schild hin mit einem Kürbis. Und dann genau möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar habe ich für mich und Herr Bergmann so eine kleine Verbindung gebaut, sage ich mal. Dass wir uns immer gegenseitig Sachen schicken können, Briefe austauschen können, ohne dass diese irgendjemand zu Gesicht bekommt. Das heißt Geheiminformationen. Ich habe hier mal alles gesichert. Und zwar haben wir hier eine Lore. Und wenn ich die, die müsste jetzt normalerweise gefüllt sein mit... Oh, hier unten. Da kann ich jetzt leider nicht hin, weil hier dieser Trichter ist. Aber ich kann ja euch mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel eine Karotte. Die fällt dann da durch. Hier müsste sie auch nicht hin sein. Genau, dann ist sie nämlich hier in der Truhe. Dann kann ich das einfach wegschicken. Dann kommt das bei Herr Bergmann an und fällt bei ihm auch in der Truhe, die mit einer Geheimtür natürlich versichert ist. So kann ich ihm immer Sachen zukommen lassen und das ohne, dass das irgendwie bemerkt bleibt. Und ja, Leute, ich würde einfach schon mal sagen,
Ich werde meinen Bunker in der nächsten Zeit noch ein bisschen ausbauen. Ich werde generell meinen Keller noch ein bisschen größer machen, damit ich oben im Haus endlich mal ein bisschen mit der Einrichtung anfangen kann. Ich würde einfach mal sagen, Leute, ich bin auch total, total geflasht von dieser Eingebung oder so, was ich hatte. Und ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute, macht's gut und ciao.